Sie kam immer, immer zu meiner Schwester in Ehningen, hat sie besucht. Nicht einmal meine Schwester, nicht einmal die eigene Mutter hat sie besucht im Altersheim. Da habe ich gesagt, am Friedhof zu meiner Schwester mit 33, du bist die Nächste, habe ich am Friedhof gesagt, vor der Beerdigung. Und zwei Tage ist sie gestorben.